Hallo und herzlich willkommen zur 27. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. Ja, es gibt Neuigkeiten, was Democracy for Alpha angeht. Nämlich die Alpha-Phase ist bald vorbei. Es wurde angekündigt, dass Democracy for in die Open-Beta-Phase geht bei Steam. Und zwar am 4. oder 6. Ich habe es gepostet. Am 6. Oktober. Am 6. Ja, am 6. Oktober geht Democracy 4 in die Open Beta auf Steam. Der Entwickler Cliff hat sich jetzt noch nicht dazu geäußert, ob das dann bedeutet, ob es das dann auch in deutscher Sprache gibt oder ob es weiterhin nur die englische Sprache gibt. Ich glaube, er ist aber wild dabei, Dinge vorzubereiten und auf jeden Fall baut er heftig am Gameplay. Keine Ahnung, ob es dann schon eine Sprache dazu gibt. Aber auf dem Discord-Server habe ich den Link nach Steam verlinkt. Gibt es auch auf anderen Online-Plattformen. Ihr müsst nicht zwangsläufig Steam machen, aber Steam ist irgendwie das, was ich auch benutze. Deswegen ist das so naheliegend. Aber lasst euch nicht von einer einzelnen Plattform einfangen. Ja, und heute spielen wir auf der relativ neuen, erst ein paar Tage alten Version 1.09 Alpha. Ja, und wir haben uns ein bisschen was überlegt, Romy, was wir machen. Wir sind ja letztes Mal wiedergewählt worden mit 99% oder sowas. Mhm. Ja, wir sind auch ganz tief in uns gegangen, ob wir denn so beliebt sein wollen. Und wie das denn, also wie wir das wieder ändern können. Ja. Und das war eigentlich auch ganz schön, weil wir das ja auch auf dem Discord-Server so ein Stück miteinander alle diskutiert hatten, was man tun könnte. Und so richtig sicher, was wir jetzt machen, bin ich auch nicht. Aber ich glaube, genau darum geht's heute, oder? Genau, wir werden ein bisschen ausprobieren. Ich würde vorschlagen, also wir laden jetzt erstmal unser Spiel hier, wo wir das letzte Mal waren. Das war direkt nach der Wahl. Da hatten wir, also erstmal Water Shortage, also die Wasserknappheit ist zu Ende. Das heißt, wir haben es im Moment unter Kontrolle, Gott sei Dank. Und hier haben wir wieder das Ereignis, das hatten wir schon mal in diesem Spiel. Ein Hacker ist verurteilt worden. Der wurde ausgeliefert und er wurde verurteilt. Also das wurde irgendwie bekannt und Verbrechen und Cyber Warfare geht nach unten. Ich glaube, das Ereignis hatten wir schon mal so, wenn mich nicht alles täuscht. Und Security Briefing können wir auch mal kurz reingucken. Auch. Da haben wir jetzt drei Gruppen, die alle so ein bisschen so uns nicht so toll finden. True Patriots ist von Patrioten. Provincial Defense Brigade wissen wir nicht. Und The Invisible Hand wissen wir auch nicht. Von welcher das sind die Kapitalisten. Ja, stimmt. Das könnte... Die unsichtbare Hand und Märkte und Steuerung und so. Ja. Ich glaube, es sind die Kapitalisten. Die können uns auch nicht mögen. Wobei wir eigentlich viele marktorientierte Entscheidungen getroffen haben. Ja, und wir können auch mal hier bei den Graphen den Kompass. Wir sind da unten auf Runde 36. Wir sind sehr nah bei den Kapitalisten und die mögen uns überhaupt nicht. Okay, wir sind auch sehr nah bei den Liberalen. Aber die Kapitalisten mögen uns überhaupt nicht. Also das ist, okay, ist ein bisschen hochgegangen, aber 22% Zustimmung, irgendwie sowas. Ja, und gleichzeitig die armen Bevölkerungsschichten lieben uns total. Ja, und du hast recht, The Invisible Hand gehört zu den Kapitalisten. Ja. Ja. Vollkommen richtig, ja. Und was wir jetzt machen können ist, wir haben eine Popularity nach der Wahl 99,95%. Also, schämst du dich ein bisschen? Ja, schon. Das ist irgendwie schon seltsam. Auf jeden Fall. So, ich habe... wir sind jetzt im Prinzip durch. Das heißt, dieses Safe Game, was wir jetzt haben, das würden wir als Ausgangspunkt nehmen. Also das Safe Game vom Stream vom letzten Mal.
Und von da aus gehen wir jetzt einfach mal, überlegen uns mal, was wir als nächstes machen. Ganz ohne Rücksicht auf irgendwelche Umfragewerte. Werden wir jetzt in eine Richtung tendieren, um eine bestimmte, naja, Ideologie könnte man fast sagen, oder eine bestimmte Auffassung von wie ein Land sein sollte, durchzusetzen? Weiß nicht, ist das Ideologie, Romy? Ja und nein. Also die Ideologie ist quasi die Idee dahinter. Bevor okay. es dann wirklich in dieses Umsetzen geht. Quasi der Rahmen, die Richtung. Mhm. Und also beispielsweise habe ich den Eindruck, um es mal mit Weltanschauungsbegriffen wiederum zu benutzen, dass wir die ganze Zeit auch ein sehr humanistisches Bild hatten, auch von den Leuten, mit denen wir zusammenleben, die wir hier regieren in dem Land. Und man könnte das jetzt einfach mal komplett umdrehen. Also wir sind mit sehr viel Grundvertrauen da reingegangen. Wir haben keine Debatten darüber geführt, ob Menschen mit wenig Geld irgendwie das Geld für Alkohol und Zigaretten ausgeben oder für ihre Kinder. Also das sind alles so Debatten, die haben wir überhaupt nicht geführt. Man könnte jetzt beispielsweise überlegen, ob wir uns einfach eine Gruppe rausnehmen und versuchen, so alles so zu machen, wie die es gern hätten. Mhm. Oder wir sagen, ach weißt du, man könnte Politik ja auch ohne Sinn und Verstand machen. Das wäre auch mal ein spannendes Experiment. Bisher sind auch irgendwie alle Sachen, die wir tun, so aufeinander abgestimmt. So, wir machen das eine und daraus folgt dann das andere. Aber warum... Also was passiert, wenn man super wild durcheinander irgendwas tut? Ja. Ich sehe auch gerade im Chat, Horsti sagt, er hat heute eine Zeitung im Briefkasten mit dem Titel Demokratischer Widerstand. Romy und ich haben vorher auch schon gesagt, wir machen nichts für die Patrioten in dieser Sache, weil das ist irgendwie zu nah an der Realität gerade. Ich hätte jetzt gesagt... Bei mir ist es zu einfach. Ach so, ja, okay. Zu einfach? Jetzt habe ich das einfach so durch meinen Kopf verwuchselt, aber du hast gesagt zu einfach. Das stimmt. Entschuldige, ich habe dich falsch wiedergegeben. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. An der Stelle ist es mir nur ein bisschen wichtig, dass diesen Kontrast zu machen. Weil es super einfach ist, Ängste zu spüren. Es ist super einfach, andere Leute gegeneinander aufzubringen. Es ist super einfach, von denen da oben gegen die da unten sich nicht mit Fakten auseinanderzusetzen. Das ist mir zu einfach. Damit möchte ich meine Dienstagabende nicht verbringen. Ja. So. Und der Rest, ja, na klar, ist das Realität schon. Aber so ein Stück spielen wir dieses Spiel ja auch, um zu gucken, was passiert in der... Also, wie könnte man die Realität nochmal anders gestalten? Mhm. Also, wir müssen jetzt einen Staat sozusagen vorher irgendwann mal in diesen Zustand bringen... Und dann sagen, was könnte man denn dagegen tun? Also beispielsweise stand die USA am 4. November in der Hoffnung, Joe Biden hat gewonnen. Was müsste man tun, um dieses Land wieder aufzubauen? Ja. Also so, das sind alles unterschiedliche Dinge. Hier, weil wir einfach so eine riesige Zustimmungsrate haben, würde ich sagen, Axt dranlegen. Ja, und eine Idee, ich haue jetzt einfach mal raus, eine Idee, die ich hätte, wäre, wir gucken mal, ob wir die Kapitalisten nicht kriegen. Also tatsächlich das, was uns jetzt die ganze Zeit irgendwie genervt hat, weil, wenn wir es hier mal sortieren, die Kapitalisten haben einen relativ hohen Anteil an der Bevölkerung. Also wenn ich draufklicke, sagt er mir Percentage of Population 72%. Also wie gesagt, ne, also wie wir es schon immer hatten, diese Anteile hier heißt, jeder Bürger in diesem Land kann Kapitalist und gleichzeitig auch Liberaler, Eltern und Autofahrer sein. Das ist also nicht 72% aller sind ausschließlich Kapitalisten, dann würde diese Aufteilung nicht wirklich Sinn machen. Aber 72% haben kapitalistische Überzeugungen in irgendeiner Form. Das wäre eine Möglichkeit, dass wir gucken, dass wir dass wir eine Politik machen, die denen gefällt. Also quasi nur auf diese Umfragewerte als einzige Maßstab machen. Und wenn ich diese Abbildung hier einblende, dann kann man schon sehen, wir hätten wahnsinnig viele Ansatzpunkte. Es würde mich auch tatsächlich interessieren, was wir anders machen müssten, damit sie endlich zufrieden sind. Weil wir ja, wie wir auf dieser schönen Darstellung auch gesehen haben, eigentlich schon
eine Politik oder politische Entscheidungen getroffen haben, die denen eigentlich gefallen müssen. Also was müssten wir noch tun? Ja. Aus der Perspektive empfinde ich das als spannende Frage. Ja, also. Kurze Frage. Man kann doch hier diesen, diskutiert eher anfangen können, oder warten können. Man kann doch diesen Bildschirm so ein bisschen gewichten. Also ja. Welche Sachen, die dargestellt werden. Kann man das auch nach den Wünschen der, also so nach diesen kapitalistischen Sachen irgendwie sortieren? Nee, ne? Nee, kann man nicht. Also man kann nach Finanzen, das ist Ausgaben und Einkommen wahrscheinlich. Mhm. Value habe ich immer noch nicht nachgeguckt, was das genau sein soll. Einfluss, wie, welcher Faktor was wie beeinflusst. Also GDP ist einer der größten und dann dicht gefolgt von Technologie und Außen. Also hier oben haben wir Foreign Relations. Und Popularity ist ja irgendwie, kann man relativ einfach verstehen, was ist populär und was ist unpopulär. Da hier das groß und rot ist, wird das wahrscheinlich, wenn ich mal gucke, ja, Kapitalisten, es hat einen krassen Einfluss, naja, so einen krassen Einfluss gar nicht. Also die Pfeile sind nicht sehr schnell, die hier auf Kapitalist gehen. Aber wenn ich dann mal hier gucke, das hat auch einen negativen Einfluss auf, also ich würde sagen, der ganze Steuersektor hat einen negativen Einfluss auf die Kapitalisten. Würde ich sagen. Und Weighted ist diese Ansicht. Also wahrscheinlich weighted nach all den Faktoren, die ich jetzt alle gerade einmal durchgeklickt habe. Welche Ansicht würdest du am besten finden? Achso, das beantwortet gar nicht deine Frage, fällt mir da gerade auf. Du hast gesagt, kann man das... Ja? Du hast sie am Anfang schon beantwortet. Du hast schon gesagt nein und dann hast du gezeigt, was bedeutet. Ja, aber was man auflösen kann, was die Kapitalisten, indem man auf die Kapitalistenansicht geht und dann hier sieht, was gibt negative und was gibt positive Effekte. Und hier kann man dann sich das auch danach sortieren lassen, was den meisten positiven und was den meisten negativen Effekt gibt. Das heißt, hierüber können wir dann tatsächlich in die einzelnen Sachen reingehen. Also es wird leider nicht auf der kompletten Darstellung, aber wir können mit dieser Liste arbeiten. Okay, super. Dankeschön. So würde ich dann da rangehen. Aber es gibt ja noch mehr Möglichkeiten. Wir könnten uns, also das sind jetzt, ich hau einfach mal raus, ne? Wie man quasi jetzt mal rangehen könnte. Wir könnten uns einen Sektor hier vornehmen. Also einen von diesen Quadranten und sagen wir mal, okay, Economy, unsere Economy, wir müssen was für unsere Wirtschaft tun, Punkt. Und alle anderen Sachen sind egal. Wir versuchen, das Beste für unsere Wirtschaft rauszuholen. Und dann kann man halt schauen, hier Bruttoinlandsprodukt ist bei der Economy. Und dann gucken wir mal, was ist negativ, also was ist rot auf das Bruttoinlandsprodukt. Kann man hier jetzt, weil so viele Sachen abhängig sind, wenn wir einfach drauf gehen, können wir auch hier wieder sortieren, was beeinflusst das Bruttoinlandsprodukt negativ. Und dann können wir hier auswählen und die Sachen abstellen und quasi unsere Wirtschaft pushen. Also, dass wir uns wirklich nur auf einen Sektor konzentrieren. Die Herangehensweise finde ich auch super nachvollziehbar. Bin aber am Überlegen, ob wir dafür einen anderen Bereich nehmen. Und dafür wäre mein Vorschlag Gesundheit. Dann hätten wir diesen ganzen Versicherungs- und privates, öffentliche Gesundheitsversorgung, private Gesundheitsversorgung. Vielleicht machen wir damit die Kapitalisten sogar relativ zügig auch glücklich. Das könnte sein. Wir haben leider keinen eigenen Gesundheitssektor, sondern das ist ja in Public Services drin. Das stimmt, ja. Ist eine Möglichkeit auf jeden Fall. Aber wir können halt, also es wird sicherlich, also das kann man auf jeden Fall machen, ist halt nicht einer von diesen Sektoren. Aber wir können sagen, okay, wir gehen auf Gesundheit und nehmen uns eine bestimmte Gesundheitsagenda vor und setzen die um. Wir könnten auch einfach gleich den kompletten öffentlichen Sektor abbauen. Ach so, abbauen. Okay, ja, das können wir machen. Also, so, da ist ja relativ viel. Und eine der Debatten ist ja auch immer wieder, der politischen Debatten,
wie viel soll denn Staat eigentlich für den einzelnen Bürger regeln? Ja. Und braucht es das denn alles? Und insofern, was wäre denn, wenn wir das alles nicht mehr hätten? Ja, ja, das ist, das wäre ganz interessant. Das stimmt. Was sagt denn der Chat dazu? Ja, wie sieht's denn bei euch aus? Habt ihr Wünsche oder Vorschläge, was wir als erstes machen können? Vielleicht irgendeine, also was ich auch spannend fände, wäre mal gucken, was die Autofahrer gerne haben wollen. Und wir machen komplettes Autofahrerland, könnte man sagen. Wäre halt auch wieder dann so eine Sache nur an einem orientieren, was man hat. Was ist deine dritte Variante, oder? Eine andere Variante wäre, wir machen eine Isolationspolitik und brechen Zeug nach außen ab. Wir fokussieren uns nur nach innen und bauen Handelsbeziehungen ab, ziehen die Grenzen hoch und so eine Sachen. Also gar nicht so mit zwangsläufig Fremdenhass schüren. Es wäre interessant, wenn man das nicht anfasst, sondern so Sachen wie, wir brauchen keine Tourismuskampagne mehr, wir helfen im Ausland anderen Ländern nicht mehr, wir machen keine diplomatischen Kontakte und wir erheben Einfuhrzölle und so eine Scherze. Aber halt dann so sich selbst zu isolieren und zu gucken, ob man selber, also welchen Einfluss das dann hat. Also ob das irgendetwas auslöst. Das finde ich auch total spannend. Dann könnte man, glaube ich, auch gut über diese Importzölle nochmal nachdenken. Genau. Und so, das würde ganz gut passen. Das wäre definitiv der kleinere Ansatz, den wir heute Abend wahrscheinlich eher abarbeiten könnten, als wenn wir gleich den gesamten öffentlichen Dienst oder ganzen öffentlichen Bereich zerschlagen. Ich weiß nicht, es könnte relativ schnell gehen, das zu tun. Also, weil wir müssen jetzt nicht zwangsläufig, wenn wir uns sowas vornehmen, müssen wir das nicht zwangsläufig machen. Wir gucken uns ein paar Sachen an und dann können wir ja festlegen, okay, wir schaffen das ab, wir schaffen das ab, wir schaffen das ab und ich klicke dann einfach durch die Runden durch, bis wir wieder genug politisches Kapital haben und gucken uns dann mal nach ein paar Runden an, welche Auswirkungen das gemacht hat. Also weniger, dass ich jeden Text versuche zu übersetzen, wir ignorieren dann vielleicht auch die Dilemmata, sondern klicken uns relativ schnell durch. Also ich glaube, wir können vielleicht auch zwei Szenarios komplett heute schaffen, ich weiß es nicht. Ich wäre selber sehr gespannt, ob wir das hinbekommen. Aber was sagt der Chat? Ich guck mal. Ich finde alle Ideen gut. Prinzipiell bin ich heute für viel gut. Aber liegt nur an mir. Das ist schön. Kann das tun. Super. Ich bin da auch so ein Feelgood-Fan. Aber kaputt schlagen ist auch mal schön. Ja, also im Prinzip ist es ja das Vorgehen der Biologie. Der biologische Organismen, also alleine schon eine einzelne Zelle, ist so komplex, dass man quasi wirklich in der Biologie, ich stelle es sehr vereinfacht dar, aber im Prinzip macht man einen bestimmten Weg oder Signalweg oder sowas kaputt und guckt dann, wie die Ausfälle sind, um dann darüber zu lernen, wie die einzelnen Teile miteinander funktionieren. Also man schlägt immer was kaputt und aus dem Fehlverhalten leitet man dann ab, wie das große Ganze funktioniert. Ja, wir spielen das Spiel halt auch wissenschaftsgeleitet. Richtig. In dem Fall Biologie. Ich finde die Idee total gut. Ich möchte übrigens noch eine Sache, weil die ist vorhin kurz im Chat untergegangen und ich hoffe ja, dass die anderen in der Zwischenzeit noch ein bisschen nachdenken. Da hatte jemand ganz eigenartige Werbepost in seinem Briefkasten. Du bist nicht der Einzige, ich habe es von mehreren Leuten gehört in den letzten Tagen. Und ich werde auf dem Discord-Server euch nochmal einen Link von der Verbraucherzentrale in Nordrhein-Westfalen posten, wo unter anderem auch Tipps und Tricks stehen, wie man mit solcher Werbepost könnte. Kann. Ah, okay. Also da gibt es, man kann sich da durchaus gegen wehren, sagst du. Ja, kann man.
Okay, das ist super. Also auf dem Twitch-Kanal findet man auch einen Link zum, zum Discord-Server. Ich würde da mal gerade den Link kopieren. So, und hau den mal in den Chat. Wer noch nicht auf Discord ist, kann das total gerne tun. Romy hat da auch gerade, sie hat angeboten letztes Mal, ich mache mal Zeug über Trump und die ganzen Einschübe, weil immer, wenn man hier eine Runde wechselt in Democracy 4, kommt irgendein Spruch, irgendwie blaming the media oder sowas. Und wir haben festgestellt, das sind alles irgendwie Seitenhiebe gegen Trump. Und Romy hat da jede Menge Zeug gepostet und da gab es auch eine heitere Diskussion, so wie ich das gesehen habe. Ich habe ab und zu reingeguckt und dachte mir so, was denn hier passiert? 40 neue Nachrichten. Ja, das ist halt total spannend, weil einfach ganz doll viel passiert und wir erleben die Dekonstruktion einer Demokratie und das quasi in Echtzeit. Das ist gerade wirklich spannender als so mancher Krimi. Und ich hatte gestern Abend einen Artikel gepostet, wo es um die ehemaligen Chefs der Republican National, des Republican National Committee ging. Und inzwischen sind halt alle angeklagt. Und von dem einen wusste, der kam halt gestern erst noch dazu. Dessen war ich mir vorgestern, also das, da habe ich einfach noch nicht mitbekommen. Und auf einmal kam dann der Stress da. Und insofern, das ist einfach ein sehr dynamischer Prozess, also anstrengend für alle Beteiligten, glaube ich, weil jeder einfach auch woanders hinguckt. Ja. So. Ja, also. Aber sehr, sehr spannend. Genau, kommt auf den Discord-Server. Romy ist durchaus aktiv da und ordnet nochmal zusätzlich Sachen ein. Ich sehe auch gerade Stück für Stück Gesetze streichen, hört sich interessant an. Ferdinator, ja. Finde ich auch. Schön, dass du da bist. Tja. Romy, was machen wir? Du hast ein Zufallszahlengerät bei dir liegen, oder? Hast du gesagt? Nee, wollte ich. Und dann habe ich mir gedacht, ach, das geht auch so. Okay. Also, den Würfel habe ich jetzt weggelassen. Mein Vorschlag wäre, erstmal diese Außenbeziehungen abzubrechen und so ein Stück weit in diese nationale Isolation zu gehen, ohne das National allzu sehr zu betonen. Genau, ja. Einfach mal zu gucken, wie sich dieser Bereich auswirkt. Ich vermute, dass es dann automatisch Folgen haben wird für den Bereich der Migranten, für die rassistischen Übergriffe und so. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so Folgen aus dieser Politik werden. Ich bin sehr gespannt, ob dem so ist. Ja, ich bin auch gespannt. Also, dass man tatsächlich nicht in irgendeiner Form in Richtung Rassismus geht, also etwas, was direkt danach riecht. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall einen zauberhaften Tag.